Bergen. Diabolo. Ja, die Pizza wäre nicht schlecht, gell? Mm, Diabolo Pizza. Oh, der Herr Mikisch hat eine Quest für mich. Interessant. Mhm, kann mich auch erinnern, ja. Mhm. Okay, dann bleibst du da. Ja. Dann können wir was essen. Eigenes Rezept sollte man mal testen, ne? Vielleicht findet man was Gescheites, ne? Was uns gut Power gibt. Schnell wieder skippen. So. Notsignal kann man... Ah, Fifi, Fifi. Ja, dann machen wir schnell eine Angeltour. So. Chakalaka. Hier Fische, Fische, Fische. Fische, 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 Fische. Fische, Fische, Fische. Frische Fische. So. Nochmal. Eine da. Nicht davon schwimmen. Oh, da hinten ist ja ein Dicker. Da müssen wir uns schauen. So, so, locken. Na, jetzt kommen sie. Jetzt geht's gleich los. Oder auch nicht. Da ist ein Köder. Okay. Kann man den durchschalten, nicht so? Schießpulverköder. Okay. Schauen wir mal. Explodiert den dann oder wie? Oder keine Ahnung. Hallo? Die ignorieren mich voll, ne? So. Falscher Köder. Den da hinten will ich haben. So. Arok. Oh, jetzt hat er was gesehen. Oder auch nicht. Hallo. Hallo, Digga. Schießpulver. Okay. So. Arok. Komm schon. Komm, 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 komm. Der mag den Köder nicht. Oder? Nee, der schwimmt vorbei. Okay. Probier nochmal einen falschen Köder. So, rück. Jawohl! Den hat er gefressen. Den hat er gern. Und drücken. Und drücken. Und ziehen. Und ziehen. Und gehen wir. Jawohl. Schönen Thunfisch haben wir da. Na, geht doch, ne? Pack mal ein. So. Wir müssen ja den Herrn Diabolo suchen jetzt, ne? So. Und der Herr Mikisch bleibt so im Lager inzwischen. Diabolo, wo hast du dich versteckt? Ich weiß es nicht. So. Das nochmal mit. Alles schön. Ah, da, Fußspuren. Okay. Da sind auch Fußspuren. Diabolo. 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 Diaboli. Abo. So. Mal gesungen ein bisschen.
Der dürfte dann hier wohnen, ne? Hoppala, dem Fördererz. Eine Kristalle mitgenommen. Da, wo ist er? Der Dicke. Hoppala. Stützt du die Decke ein oder was? Schnell weiter. Schnell weiter. So. Wo hat er sie versteckt, Digga? Hier kommen wir nicht runter. Blitzkäfer. Haben wir da. Dann nehmen wir das auch mit gleich, zack. Diabo. Aue. Oh, wie was, wie was? Hä? Diabolo. Da war er irgendwo, der Herr Diabolo. Wer sitzt am Klo? Der Herr Diabolo. La 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 la. Da 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 da. So. Schnüffeln wir da wieder dran. Schnüffel, schnüffel. So. Das haben wir. Es schaut aus, als ob er ganz in der Nähe wäre, aber aha, eine Kratzspuren haben wir hier. So. Oi, jetzt geht's los. Der Geier. Ui, Alter. Was ist mit dir? Ja, da kennen wir ja. Na? Ist leise. Hä? Was hat er denn? Was geht denn jetzt ab? Oh yeah, 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 yeah. Ah, okay. Ich mag den nicht allein machen. Nein. Geh weg. Jetzt habe ich Schuhe in der Sand. Sand im Schuh. Da ist der Kollege Braunschweig. Nett und drin. Ah, okay. Ja, hallo. Was mache ich mit dir jetzt? Ich komme in Frieden. Ganz ruhig. Ja, ja, ich geh schon. So, wo ist er? Ah, okay. Ich hab das richtige Maus gewählt, ne? Ja. Zuckerl haben wir uns rein, schnell. So, und Megatrank. Und gehen wir. Hoppa. Da schreit er wieder. Hopp. Und gehen wir. Und ein wieder. So. Schwarzer Bein. Und der gibt nicht so wieder richtig, ne?
Ich weiß nicht, das ist so sperrig manchmal zu kämpfen. Das ist ziemlich hart, ne? Lästig. Schau. Ich komme nicht zum Schlag, aber er trifft mich jedes Mal, ne? Weg. Bevor er auf dumme Gedanken kommt. Und das ist die Chance, die euch gewartet. So, da kann ich schön reinziehen. So. Und warum? Na? Der Schwanz ist schon abgefallen. Das ist sehr praktisch. Und weg. So. Oh ja. Was für eine Stufe sind denn die? Die klatschen denn richtig weg. Hoppala. Ich glaube, ich nehme mal einen Trank, ne? Ah. Schlürf, schlürf. Und gehen wir weiter. Und weg. Halt rückwärts auf Seite. Ach Gott. Mein Horn ist auch schon abgefallen. Hier. Leutermaterial. Was ist das? Ah, der ist schon ziemlich gebrochen. Was denn der für ein Ding? Ja, bitte. Das ist schon ziemlich irgendwann, ne? Der Typ. Sein schon, ne? Dass der so easy peasy wegklatscht, dass das schon so gebrochen ist. So. Schnell schleifen. Ja. Wo sind sie? Mhm, mhm. Erz mitnehmen. Gehen wir. Hab ich's vergessen? Nein. Nein, schnell, 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 schnell. Kommt wieder zurück, oder wie? Sieht fast so aus, ne? Ah, hier ist er. Und gehen wir. Ich glaube, die Axt ist best gegangen. Ne? Das bist du. So, stecken die. Wo bin ich? Ja. Schön ernten. Achso, nee, der hat ihn gefangen. Oder wie? Oder was? Keine Ahnung. Quest erfüllt. Ja, immerhin, ne? Hat nicht einmal 6 Minuten gedauert. Sehr nice. Alles nehmen. Belohnung. Jägerstufe 10, jawohl. Und unser kleiner Mikesh ist auch Level 20, würde ich sagen. Werkzeugmeister, Spezialwerkzeug. Okay. So.
Das hört sich nicht so toll an, ne? Ja. Alle bitte Ruhe. Werfen wir nochmal einen Blick auf unsere derzeitige Lage. Die Lage. 7 Tage neue Lage, ne? Oder dank wie? Der fleißigen Arbeit der 5. Flotte haben wir ein paar Dinge herausgefunden. Erstens, der Sora Magdaros ist auf dem Weg zum ewigen Strom. Zweitens, wenn er stirbt, wird die Bioenergie freigesetzt, die er angesammelt hat. Und drittens, der ewige Strom durchströmt jeden Winkel der neuen Welt. Na, immerhin haben wir ein laues Lüftchen hier, ne? Wenn der Sora also im ewigen Strom stirbt, wird seine Bioenergie uns alle zur Hölle schicken. Ja. Kommandant, die Kommission sollte die Evakuierung zur obersten Priorität machen. Ich werde meiner Schwester sagen, dass sie das Luftschiff bereit machen soll. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen den Sora Magdaros erlegen. Hä? Wir müssen ihn umbringen, damit er... Hä? Dann setzt er die Energie frei. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was? Wir haben garantiert nicht vor, uns alle ins Jenseits zu befördern. Ja, denke mir, ne? Korrekt. Und unser Auftrag hier ist, die Funktion der Bestie im Ökosystem zu erforschen. Nicht sie aus dem Ökosystem zu entfernen. Vielleicht habe ich da eine Alternative. Was, wenn wir versuchen, ihn irgendwie vom ewigen Strom wegzulocken? Ihn weglocken? Ja, Sir. Ich habe etwas recherchiert. Der ewige Strom grenzt doch ans Meer, oder? Wenn wir den Sora Magdaros also aufs offene Meer locken könnten... Dann könnten wir der Explosion entgehen. Nee, weiß nicht. Glaube nicht. Und die freigesetzte Bioenergie erschafft im Meer ein neues Ökosystem. Das Leben ginge weiter. Ich bin im alten System. Muss ich Sie daran erinnern, Sir, dass unsere Vorräte gerade knapp sind von unseren Fangversuchen? Selbst wenn wir genug Vorräte hätten, mit welcher Waffe könnten wir ihn denn von seinem Weg abbringen? Mit der ultimativen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ja. Einen sehr großen Plan. Ja, was, Jan? Ist das das, für das ich es halte? Das. Jetzt wird's interessant! Ja, und was? Mit den Schieferl? Was wurde jetzt mit den Schieferl? Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen, Kapitän. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Schön, hier zu sein. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Ballisten, Kanonenkugeln und Vorräte. Ich hatte irgendwie ein bisschen abgemagert aus, ne? Und auch noch eine kleine Überraschung. Die Gilde hat uns ein fantastisches Schiff gegeben. T-Shirt anziehen, ne? Es ist mit der neuesten Anti-Drachen-ältesten Waffe ausgestattet. Einem Drachenspeer. Ein Drachenspeer. Ausgezeichnet. Die perfekte Waffe, um den Sora Magdaros aufs offene Meer zu treiben. Und wie? Wo rammst du denn rein? Jäger, es geht los. Schließt eure Vorbereitungen ab und begebt euch zum ewigen Strom. Sturm oder Strom? Einzelheiten erkläre ich vor Ort. Wir können das schaffen. Wir möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Und jetzt Bewegung! Coco Power Ranger. Zeit, den Sora Magdaros zu verabschieden. Für uns alle. Ja, dann sag Papa zu ihm. Tschüss, Sora. Papa. Hör mir zu. Möge der Saphirstern dir den Weg weisen.
Hat eine neue Quest begonnen. Die Rinera. Wie ist der? Rinera. Hey Kumpel, wir haben neue Sachen. Willst du sie mal ansehen? Wer? Hallo? Du das, Quest? Was ist denn das? Neue Ware auf Lager. Dann schauen wir mal, ne? Was du haben, ich kaufen. So. Was ist denn neu? Cheesepulver. Das nehmen wir mit. Da. Ein paar Zähne. So. Gehen ein bisschen fischen. Panzeramulett. Kraftamulett. 36 Eier. Boy. Gönnen wir uns mal. Peter, glaube ich. Da. Kampen. Was da? Was sagt ihr? Ich würde es fast. Hä? Kommt Amerika kaufen? Selten. Scheiß drauf, kaufen das, ne? Okay. Schauen wir mal, wie das funktioniert jetzt. Darüber. Wo ist der Beutel jetzt? Hier. Bestätigen. Probieren wir mal, ne? Probieren geht aber studieren. Und wir gehen jetzt dazu unserer Wildexpertin, die wahrscheinlich sehr gespannt ist, wieder zu sehen. Ja, keine Ahnung, ne, was sie will. Ja, wir merken, wir jetzt das war einst mal gleich. Und was gibt es? Nix. Diablo haben wir. Da, Shiny Bobby. Belohnung hoch. Ja. Korasaurus. Küsst mich Korasaurus. Da. Ja. So ist das, ne? Ah, das ist ja das Schweinterl. Und was muss ich mit dir? Ein bisschen streicheln. Und fertig. Der Boogie Boogie. Nee, kein Boogie. Kleidung ändern, haben wir irgendwas? Nein. Kriegt man eigentlich Outfits her für den Boogie? Hoppala, so. Und rauf da. Kommt der Schweinterl nach? Kommt er nach, schau. Hui, na komm. Schweindel. So. Wo ist die Madame? Ah, ich geh was essen. Mit Knödel bezahlen. So. Sprinter. Mein Vater und Großvater gesagt, ja, schön. Ich werde das Buch zur Küche der neuen Welt schreiben. Ich finde jede Frucht, Nuss und jedes Gewürz und katalogisiere alles. Oh. Bist du ein Streber? Bist du die ganze Zeit am Essen? Hey, Partner. Dass der nicht so richtig blatt worden ist schon inzwischen. Der ist die ganze Zeit am Essen, ne? Man hört da, was willst du denn von mir? Essen, ja, schön. Jawohl. Ist ja wild, Expertin oder Köchin? Jetzt, ich kenne mich nicht mehr aus, was ist denn da? Insektenschwarm, ja. Gib's mir. Ja. Nichts kann uns aufhalten. Doch, die Sora. Wenn sie explodiert vorher schon. Da.
müssen wir was bekannt geben. Was will sie? Das schaut interessant aus, ne? Machen wir das noch mit? Ja, das machen wir noch. Haben wir einen Gutschein raus. So. Und wir starten. Ja. Gib mal Gas. Hoshi. Was für ein Spaß. Was für ein Spaß. Okay. Wow. Der ist so gut, der Kapitän. Jetzt haben wir gestrandet, ne? Wo ist der Speer? In Ordnung. Gehen wir den Einsatz durch. Die unterirdischen Kanäle, die der Sora Magdaos benutzt, gehen ziemlich tief hinunter. Wir haben einen Versuch, ihn hier umzulenken, wenn er auftaucht. Wenn wir ihn entkommen lassen, ist er für immer außer Reichweite. Und deswegen hole ich die großen Waffen raus. Optimus Prime oder wie? Richtiger Transformer. Das ist der Drachenspeer. Damit wehren wir den Sora ab und lenken ihn auf die offene See. Oh. Das Ziel wird uns mit voller Wucht treffen. Ihr müsst ihn also weichklopfen und auf Distanz halten. Seid unnachgiebig. Habt ihr verstanden? Ja, Sir. Noch eine Sache. Jo. Der Nergigante dürfte auch auftauchen und uns in die Quere kommen. Wer? Wenn das passiert, dann müsst ihr ihn stoppen. Der gesamte Einsatz hängt davon ab, ob ihr das hinkriegt. Ich zähle auf euch. Ich nicht. Herr Stufe raus. Melde dich, wenn der Nergigante im Anmarsch ist. Was ist mit ihm überhaupt? Hätte der. Der kann ja gar nicht mehr kämpfen, weil er sitzt, oder? E-Man. Der Sora kommt. Bewegung! Sir! Nutzt alles, was euch zur Verfügung steht. Der Sora, die Sora. Auf und davon.